Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Ich hoffe, dass wir jetzt endlich einen Gegner finden, mit dem wir spielen können. Beim letzten Mal hat es dann im zweiten Spiel nicht so ganz geklappt. Und ich würde halt gerne meinen Chicharito nochmal testen, bevor ich Weekend League spiele. Deswegen, wenn alles gut geht, dann werden wir jetzt zwei Spiele machen, wenn alles gut geht. Was hast du noch? Okay. Sieht doch gut aus. Jetzt ist ein Abbrecher, passt auf. Nein. Also ich denke es. Oh, Bundesliga, aber ein eher schwaches Bundesliga-Team. Sanchez als Sechser, Kolasinac als Linksverteidiger, nur normaler Fährmann. Toprak, Sokrates, generell keine Inform. Gomez und Hahn im Sturm. Hahn hat zwar einen schnellen Sprint, aber keine schnelle Beschleunigung. Und Gomez auch nicht der schnellste. Ich habe jetzt nicht auf die Champions League Styles geachtet, leider. Wenn beide Hunter haben, ist es ein bisschen was anderes. Aber so, jetzt konzentrieren, aufrecht hinsetzen und das Ding durchziehen und keine Fehler machen. Also wir haben jetzt, glaube ich, drei Spiele in Folge unentschieden gespielt. Ich weiß nicht, ob wir schon mal eine längere Serie unentschieden hatten. Ich hoffe mal, dass wir mal wieder einen Sieg einfahren. Oh, warum geht denn Hummels, Müller weg? Fuck, man. Sollte natürlich nicht wirklich weggehen. Knapp. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Dann wäre er weitergerannt mit dem Bede. War riskant, das Dribbling. Stimmt, Costa hat er ja. Das ist somit sein Highlight-Spieler bei ihm, würde ich sagen. Oh, bei Fährmann. Schöner Ball auf Reus. Schade. Aber die erstmal schön auf Vidal passen, hat nicht geklappt. Also sie haben natürlich die deutlich bessere Mannschaft. Das heißt, das sollte nochmal ein extra Ansporn sein, jetzt zu versuchen zu gewinnen. Chicharito ist, obwohl er klein ist, auch Kopfballstark. 99 auf Sprungkraft und ich glaube auch 99 auf Kopfballgenauigkeit. Schade. Er war dann wohl etwas zu straff und ungenau. Ja, knapp. Müller war durch, vorbei, aber da passt man zu weit. Okay. Wenderleb Linksfuß und hat auch einen guten Distanzschuss. Oh, da geht er nicht mehr mit der Hand hin. Sehr interessant. Ich dachte, er nimmt ihn einfach auf. Ich wollte eigentlich eine Schusstäuschung machen. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Also es war keine Schusstäuschung in meinen Augen. Ich wollte eigentlich eine Schusstäuschung machen. Schade. Also der Gegner spielt gut. Er hat nicht das beste Team, aber er spielt gut. Vielleicht haben wir ja Glück und können ein bisschen was mit der individuellen... Schade, schwacher Abschluss. Wir können irgendwas mit der individuellen Klasse anrichten. Er kommt halt nicht durch. Das ist bisher ganz positiv. Ball auf Pisscheck. Schade.
Jetzt macht er aber auch Aufbaufehler im Mittelfeld, die natürlich kosten. Ja, da war Reus zu sehr damit beschäftigt, nicht hinzufallen, weil Piszczek ihn foult, meiner Meinung nach. Hält ihn die ganze Zeit fest. Ich habe nicht gedrückt, dass er irgendwas machen soll, sondern er hält ihn die ganze Zeit fest. Ja, ich sage, er macht die ganze Zeit irgendwelche Fehler im Mittelfeld. Ah, da ist er mal durch. Oh, aber nicht gutes Tempo mitgenommen. Schöner Schuss. Hätte man wahrscheinlich auch besser positioniert noch mal anspielen können, aber irgendwie habe ich da dann instinktiv geschossen. Was? Ich dachte, hätte jemanden angeschossen. Chicharito konnte sich bisher leider noch nicht beweisen, noch nicht in die gute Schusssituation oder so gekommen. Schwache Stelle, wie von Plattenhardt. Das ist zum Beispiel ein Ballverlust, der darf nicht passieren. Wenn jetzt ein Gegentor fällt, dann ist es meine Schuld, weil der Ballverlust darf nicht kommen. Also meine Schuld auch nicht zu 100%, aber... Boah, ich habe echt gedacht, ich wäre wieder bestraft, ey. Aber selbst diese Ecke, es gehört noch dazu. Es gehört noch zu diesem blöden Ballverlust. Ist leider so. Bis ich halt den nächsten Angriff gehabt habe. Ja, Albert also gerne rum mit Costa, lackt dann auch sich einfach durch. Und lackt sich weiter durch, muss der Ball. Und lackt sich das Führungstor. Und wie gesagt, das wäre nicht passiert, wenn ich da den Ball nicht verliere. Aber das war natürlich bezeichnend wieder mal, dass der dann am Ende 100.000 Mal rumlackt mit Costa. Ich mehrmals den Ball habe, Fährmann den Ball hält. Aber er es halt irgendwie schafft, mit Hahn da ranzukommen. Aber es ist mir eigentlich ziemlich egal. Das war der erste Angriff, den er hinbekommen hat. Und es war nur, weil ich einen Aufbaufehler gehabt habe. Ansonsten hat er bisher überhaupt nichts geleistet. Gefährlich nach vorn. Von daher mache ich mir da keine Sorgen, dass wir das Spiel drehen können. Schöner Schuss von Vidal, auch gut gehalten von Fährmann. Ich glaube, wir brauchen auch, ich weiß nicht, wir müssen uns die Statistik angucken, aber ich glaube, wir brauchen nicht unbedingt die Formation ändern. Schade, dass Chicharito den Ball unter Kontrolle bekommt. Boah, komplett, es war niemals so geplant, der Ballwechsel, niemals, der Seitenwechsel. Egal, konzentriert weiterspielen, alles ist gut. Ja, wir haben Abschlüsse gehabt, wir hatten natürlich auch ganz gute Chancen mit. Vielleicht nicht die allergrößten, mal die Formation weiter beobachten im offensiven Spiel und dann kann ich ja zur Not immer noch wechseln. Also die Formation, die Spieler dann sowieso. Das ist halt echt wieder bitter, dass durch Eigenverschulden... durch Eigenverschulden dann diese Torschance entsteht und er sich dann halt wieder mal das Tor lackt. Rausgespielt war er nicht. Na geh doch ran, Mann! Alu natürlich. Ich glaube, das hat Benderlev auch schon ein paar Mal gemacht. Das ist schon sein dritter Alu-Treffer insgesamt. Aber egal, wir kommen zu Chancen. Gute Situation für den Distanzschuss. Sehr schön von Piszczek. Passt nicht genau genug.
Den muss Müller eigentlich auch machen. Krass gehalten von Fährmann. So, Chicharito, mach bitte mal dein erstes Tor im ersten Spiel. Oh, Freunde. Soll auf den gehen, der blöderweise nicht kurz bleibt, sondern wegrennt. Ich überlege, ob ich die Formation ändere. Aber wir hatten ja auch jetzt noch einen Alu-Treffer mit der Formation. Also ist, glaube ich, so ein Spiel, wo es keinen Sinn macht. Na also, bam! Es wurde aber auch Zeit. Und das war jetzt auf jeden Fall wieder eine gute Idee, dass ich den Bele reingenommen habe. Und Müller dafür rausgekickt. Und das, würde ich sagen, war auf jeden Fall wieder individuelle Klasse. Schwieriges Tor, schwierige Ballannahme. Schwierig, sich dagegen den Spieler durchzusetzen, den dann so zu platzieren. Klar, starker linker Fuß. Aber trotzdem, schwieriges Tor und ich bin absolut zufrieden. So, aber jetzt drehen wir das Spiel bitte und machen ein 2-1 draus und gehen uns nicht wieder mit einem Unentschieden zufrieden. Schade. Da sollte der Ball nicht hin. Ich meine, den Lackertor könnten wir auch noch schießen, oder? Ich meine, wäre doch nicht unverdient. Wir schauen mal wegen der Ausdauer. Ja, dachte ich mir schon. Verdammt, wir bräuchten mal wieder ein Spiel, wo die zwei. Ach ja, stimmt, die werden ja immer geschont, wenn das Spiel abgebrochen wird. Von daher haben die sich schon wieder erholt. Oh, Chicharito hat sich verletzt im ersten Spiel. Na toll. Oh, geil getribbelt. Wow! Was? Wie hat Fährmann den Ding gehalten? Oh mein Gott! Das ist doch nicht mal da. Team of the Group Stage, Fährmann. Was war das denn für eine kranke Parade gerade? Ach du Scheiße, Mann! Ich habe echt gedacht, den donnert Müller jetzt einfach rein. Was ist da denn gewesen? Verdammt. Ja, den fängt er natürlich einfach. Also er muss doch mal so ein geiler Distanzschuss drin sein. Gibt's ja gar nicht, was der alles hält. Komm schon, ich will das 2-1 haben, verdammt nochmal. Sehr schön. Oh, schade, dass ich noch nicht im Elfmeter im Strafraum stand. Schöner Triple, schönes Dribbling von Ribéry da auf jeden Fall, aber ach, schade, dass ich da nicht im Strafraum stand. So, ich glaube, die 7 ist Hummels. Bumpfen wir den mal mit Hummels rein. Oh Gott, es war ein CPU-Kopfball von Müller, den ich wieder nicht gesteuert habe. Ach nee, die 7 ist Bentaleb, aber da ist glaube ich auch groß und relativ kopfballstark. Mann, ja, den hätte ich straffer aufziehen können. Aber trotzdem, es wäre schon wieder ein verdientes 2-1. Vor allem das Ding, also vor allem das Ding mit Müller, dass der nicht reingeht. Oh, und das zweite Mal Alu, stimmt, wir hatten ja auch schon mal Alu. Das ist jetzt das zweite Mal Alu.
Oh, ich wollte nur den in den Lauf schicken und nicht noch vorher dieses scheiß No-Touch-Dribbling machen. Fuck. Alter, wollen die mich verarschen? Anscheinend darf es einfach keinen Sieg geben für mich. Krass. Zweimal Alu, das ist so ein geschenktes Unentschieden. Wir hätten das Spiel sowas von drehen müssen. Oh, das ist echt das ärgerlichste Unentschieden. Viermal in Folge Unentschieden, das gibt's doch nicht. Ich freue mich natürlich, dass wir nicht verlieren, aber wir haben halt auch oft ein Tor gefressen, deswegen sind wir ein 1-1 gewesen. Ich glaube, es war jetzt dreimal 1-1 und einmal 0-0. Und Chicharito leider nicht mit seinem ersten Tor. Hat sich okay angefühlt, aber ich muss ganz ehrlich sein, hat jetzt im ersten Spiel nicht so als Wunderwaffe gezeigt. Und fuck, man, dabei hat sich der erste in Form Chicharito ganz geil angefühlt. Also jetzt in dem Spiel würde ich auch nicht mal sagen, ach, oh, guckt euch die Schüsse an, würde ich auch nicht mal sagen, dass er sich geil angefühlt hätte als Modest. So traurig das klingt, ne? Ach, ist das ärgerlich. Fuck. Das war echt ein bitteres Unentschieden. Vor allem, jetzt haben wir auch keine Chance mehr auf Titel, oder? Das Ding ist durch. Wir können nur noch wir können nur noch auf verbleibende Spiele. Wir haben zwei gewonnen, vier Unentschieden gespielt. Okay, hier draußen vor meinem Fenster laufen irgendwelche Besoffenen rum und krölen rum. Ich glaube, das sind Fußballfans. Zumindest sind die Gesänge so wie Fußball im Moment. Ah, sind nur so weit weg, kann ich nicht verstehen. Ah ja, wir haben jetzt vier Spiele, brauchen noch 4 Punkte, das sind halt entweder vier Unentschieden, das haben wir gerade schon mal gemacht, oder eben ein Sieg und ein Unentschieden. Aber wir dürfen halt jetzt nur noch maximal zwei Spiele verlieren. Also wir haben noch gar keins verloren von jetzt in der Saison. Ich gehe natürlich auch nicht davon aus zu verlieren. Muss ich denn Hernandez direkt verletzen? Ist das der Ernst? Auch noch zwei Spiele? Das heißt, er würde jetzt in dem Spiel fehlen und im nächsten in der Weekend League, und da das sowieso nicht funktioniert und ich ihn ja da brauche. Ich meine, ich könnte zur Not auch Modest spielen. Aber das ist mir gerade nicht wert und deswegen gebe ich ihm jetzt die Heilung. Oh, es ist heftig. Direkt bevor die Weekend League bevor die Weekend League losgeht, direkt diese Karte eingesetzt. Das ist natürlich ärgerlich. Aber wenn es dann gar nicht anders geht, entweder kaufe ich mir eine Heilungskarte oder wie gesagt, ich setze zur Not halt Modest ein. Das würde ja auch gehen. Ja, ich glaube, Ribéry will ich echt als Wechselspieler behalten. Deswegen gebe ich ihm auch einen großen Vertrag. Na gut, na gut, na gut. Hoffen wir mal, dass wir jetzt endlich mal diese Unentschiedensserie besiegen können und ich jetzt endlich mal gewinne, verdammt nochmal. Es waren ja auch eigentlich alles, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher beim ersten, aber ich glaube alles, zumindest die letzten drei und ich glaube auch das erste von den vier Unentschieden, waren einfach alles unverdiente Unentschieden. Also ich hätte sowas von gewinnen. Also im letzten jetzt sowieso zweimal Alu. Die Riesenchance mit Müller, wo Fährmann einfach den Ball weghechtet. Dann noch ein, zwei andere gute Chancen. Eieieiei. Ah ja, dann hatte Müller einmal diesen Knaller, den Fährmann hält. Dann hatte Müller noch diesen Flachschuss geschlenzt ins Eck. In der Box quasi stehen, den er eigentlich normalerweise im Schlaf macht, den Fährmann einfach hält. Indem er nach unten explodiert. Also da waren wirklich einige krasse Paraden dabei. Wahrscheinlich war auch der gegnerische Fährmann Man of the Match. Nee, ich glaube, das war Bentaleb. Ja, Bentaleb war, glaube ich, Man of the Match. Aber der gegnerische Fährmann war auf jeden Fall der beste Spieler des Gegners. Das erinnert mich an die Anfangszeit von FIFA 17, als ich noch nicht ganz so gute Abschlüsse gemacht habe und solche Spiele wie jetzt ziemlich häufig vorgekommen sind. Mittlerweile sind die ja zum Glück eher eine Ausnahme. Und ich mich halt immer darüber aufgeregt habe, dass ich, obwohl ich verloren habe, in den meisten Fällen, ich aber trotzdem den Man of the Match halt hatte, also einfach den bestbewertesten Spieler, was halt ungewöhnlich ist mit der Mannschaft, die verliert. Und dann hat jemand in die Kommentare reingeschrieben, dass ich dumm wäre, weil, oh, das ist erstmal ein krasses Team, auch mit Lewandowski im Sturm und ja, ein paar Movember-Karten. Dann hat halt jemand geschrieben, dass ich dumm wäre, weil der Gegner hätte auch noch ein Man of the Match und das würde gar nicht bedeuten, dass ich immer den Man of the Match hätte. Sondern es gibt halt zwei Man of the Match.
Habe ich auch gedacht, was? Und da muss ich ihn erstmal aufklären, dass das eine ist ein Man of the Match und das andere ist ein Man of the Team. Also es gibt halt immer den Spieler, der insgesamt am besten bewertet wurde im Ganzen von allen Spielern, von beiden Teams. Und dann gibt es noch den, der in dem anderen Team am besten bewertet wurde, was eben nicht den Man of the Match hatte. Und den Man of the Match erkennt man an dem Fußball neben der Bewertung. Und nur der Man of the Match hat diese Bewertung. Der Man of the Team von dem anderen Team hat einfach nur einen etwas hervorgehobenen Namen bzw. Punktewertung. Okay, Gegner spielt bisher sehr aggressiv, deswegen muss ich jetzt mal aufhören zu reden und mich mehr konzentrieren. Taktisches macht nichts, taktisches. Er wäre sonst durch gewesen. Sehr gut. Boah, Vital zieht genau in dem Moment zurück, als ich meinen Laufpass spiele. Also sehr riskant von Vital. Glücklicherweise ging es nicht ins Auge. Boah, wie weit legt er sich denn den vor? Ja, ich wollte natürlich vorher schießen, als er den Ball ja nochmal verliert und dann war es zu spät. Hätte eine Schusstäuschung draus machen sollen. Okay, vielleicht hat er Lewandowski Hunter gegeben, aber ansonsten. Hallo, hallo, Fährmann! So ein Idiot, ey. Muss ich ihn erst noch holen? Zum Glück spielt er da zuerst den Ball, Alter, ey. Das kann natürlich auch super einfach ein Foul sein. Ah, da hat Chicharito versucht zu schießen und fault dadurch einen Gegner. Das war natürlich auch geil. Also er scheint sehr gerne Bock auf seine Pace zu haben und legt einfach seine Bälle vor, wie es aussieht. Das hoffe ich macht er oft, weil sollte im Regelfall halt meistens nicht funktionieren. Okay, einfach so an einem Gegner vorbeidrehen scheint nicht ganz so oft zu funktionieren. Er macht echt wieder, ist so dumm, ey. Das habe ich gehofft. Ja, guter Distanzschuss, muss ich mal probieren. Oh, das ist natürlich eine gute Ballkontrolle und krasser Stellungsfehler von mir. Das kann er leider seine scheiß Pace genauso ausspielen, wie er das will. Keine Ahnung, was Sokrates das da machen wollte, aber zum Glück ging es nicht ins Auge. Also ich habe Sokrates keinen Befehl gegeben, das hat er für alleine gemacht. Knapp, 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 knapp. Ah, Reus bleibt erstmal dran. Schade. Ah, sehr gut. Boah, auch gut gehalten von Leno. Super übergegriffen. Aber wir sind dran gegen das gute Team. Wir sind dran. Schade, das muss natürlich viel weiterkommen, der Kopfball. Ja,
den Ball wieder vorlegen. Nein, er macht's mal nicht. Haben wir ein bisschen Glück. Alter, ist der aggro. Nein! Oh, da war so viel Platz. Da haben wir ein bisschen Glück, aber trotzdem. Der Ball soll einfach rüber auf Benta, auf Dembele gehen, der komplett frei ist. Hat den Glück wieder echt nicht gut bisher. Freunde. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben Glück mit den zweiten Bällen im Spiel. Bisher haben wir echt Glück mit den zweiten Bällen. Obwohl der Gegner meiner Meinung nach nicht so gut spielt, kriegen wir hier nicht den Zugriff, den ich gerne hätte. Sehr gut von Bentaleb. Ich überlege, ob ich die Formation wechsle. Wir haben aber echt fünfmal geschossen. Da waren auch gute Chancen dabei. Ich glaube, ich lasse es. Ich glaube, ich lasse es erstmal so. Nur noch einen Tick mehr konzentrieren. Vielleicht ein fehlt mir. Wobei, wir haben halt auch ein bisschen Glück schon gehabt. Also, aber vielleicht fehlt mir ein bisschen das Glück im Abschluss. Oder halt das Glück in der Ballannahme. So geplant, aber es ging gut. Ach du Gott! Und natürlich muss das erste Tor von Chicharito dann so eins sein. Einfach mal ein schönes Hackentor. Ich wollte natürlich, dass er sich erst dreht, aber er hat irgendwie die Ballkontrolle nicht bekommen. Und er macht dann einfach ein Hackentor. Ist sehr geil. Ja, nice. Das ist natürlich ein sehr guter Einstand. Oh, ist das geil. Ja, da passt auch direkt dieses Bild, wo sich die Augen zuhält. Ja, No-Look-Tor. Sehr geil. Oh, jetzt bitte noch ein Tor machen, beziehungsweise halt keins fressen und das Spiel mal gewinnen, ey. Ich war einfach mal. Dann brauchen wir erstens nur noch einen Punkt aus den letzten drei Spielen, was schon mal ganz gut wäre für den Klassenerhalt. Aber. Es wäre halt auch einfach schön, mal nicht mehr unentschieden zu spielen. Oh, das war jetzt ein bisschen naiv, arrogant und dumm. Glücklicherweise haben wir gute Tackler da hinten. Schöner Pass. Schwieriger Pass vor allem. War knapp. Den habe ich eigentlich schon fast reingehen sehen. Gar nicht so schlecht von Chicharito. Hat da auch schön getribbelt in meinen Augen. Auch eine hohe Agilität, das liegt mir eigentlich immer ganz gut, diese agilen Stürmer. Also den habe ich echt straff aufgezogen, da kann man überhaupt nicht straff. Bin ja froh, dass er den nicht festhält. Oh!
Da dachte ich jetzt echt, er macht den rein, ey. Schade. Vielleicht probiere ich das halt wieder einen Tick zu auf die Distanz. Ich meine, jetzt, das war klar, ne? Um keinen Konter zu fressen, aber vielleicht. Insgesamt ein Tick zu häufig die Distanzschüsse, das muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich damit nicht übertreibe. Und halt auch versucht, mehr spielerisch die Sachen zu lösen. Gar nicht mehr dabei, oder? Warum schenkt er mir denn jetzt gerade hier die Tore? Also, hä, was war das denn? Ich meine, stirb ich nicht? Dadurch bekommt Chicharito hier auch noch meine Vorlage, glaube ich, oder? Ist zählt als Vorlage? War noch ein Gegner mit dran. Es könnte also sein, dass sie das als Vorlage nicht werten. Na, ich hoffe mal. Er ist jetzt zumindest wieder mit dabei. Merkwürdig, keine Ahnung. Sehr komisches Ding, aber ich freue mich, dass ich dann wahrscheinlich gewinnen werde. Hat ein bisschen Glück. Ja, er spielt ja auch lahm, super langsam. Also ist überhaupt meiner Meinung nach kein geiler Außenverteidiger. Sieht man auch so gut wie nie. Oh, ich wollte gerade mach's gut sagen. Okay, wir müssen noch ein bisschen aufpassen. Ein bisschen Zeit ist noch nicht, dass er dann doch noch irgendwie einen Anschlusstreffer macht und hier super spannend wird. Ganz geil gedribbelt und also wie gesagt, agil fühlt er sich wirklich an am Ball. Das ist sehr schön. Ich glaube, in dem kann man das eine oder andere Zaubertor machen. Oh, ich hätte so Bock, das zu können, aber es ist einfach scheiße, Mann. 81. Plattenhart 88. Es hat geklappt! Eieieiei! Ich dachte mir, du probierst es einfach mal. Der hat einen straffen Schuss. Oh, jetzt kann ich mir das geile Tor nicht mal anschauen. Probierst es einfach mal mit Ribéry an der Mauer vorbei zu drehen. Mit einem, nicht mit einem geschlänzten, sondern einfach mit einem straffen Schuss an der Mauer vorbei. Und es klappt in Pfosten und rein. Was ist da denn los? Oh mein Gott, wie gesagt, der allererste Freistoß, werde ich auch nicht vergessen, der allererste Freistoß mit Johnson damals auf FIFA 17, der allererste Freistoß in FIFA 17 mit Johnson, einfach einen straffen Schuss versucht, an der Mauer vorbeizukören, an der Mauer vorbeizuschießen und ins Tor rein und es hat auch geklappt und genau wie jetzt, einfach mal ins Blaue probiert. Ich mache das wahrscheinlich jetzt wieder 100 Mal und es wird nicht funktionieren, aber in dem Fall hat es perfekt geklappt. Schade, dass der Gegner abbricht und wir das nicht anschauen können nochmal, aber okay, ist dann halt so. Ja, Hernandez, Müller und Ribéry, Vorlagen. Doch, es zählt als Vorlage von Hernandez. Sehr geil. Und Dembele hat noch eine gemacht. Sehr gut, dann war das doch. Ja, verdient auf jeden Fall. Halb geschenkt, aber verdient. Und die ersten zwei Scorerpunkte von Müller und ein wunderbares Traumtor nach einem Freistoß von Ribéry. Brauchen wir nur noch ein Spiel. Mit einem Punkt und das Ding ist durch. So, ja. Wir gucken noch mal ganz kurz. Vier Spiele, das stimmt natürlich nicht. Das stimmt natürlich nicht. Wir haben jetzt erst zwei mit ihm gemacht, regulär. Regulär haben wir erst zwei mit ihm gemacht. Und zwei wurden abgebrochen. Das heißt, in zwei Spielen zwei Scorerpunkte.
Ich muss zugeben, es schwimmt ein bisschen die Angst mit, dass er nicht der Heilsbringer ist, für den ich ihn gehalten habe. Da muss ich ganz ehrlich sein. Aber manchmal, ich glaube, bei Müller war es auch so, am Anfang als ZOM habe ich auch so, ich glaube, ich war sogar kurz davor, Müller als ZOM wieder gegen Kruse zu tauschen und dann ging halt ab. Und bei Chicharito, er fühlt sich zwar agil an, aber ich weiß nicht, was mir irgendwie fehlt an ihm. Vielleicht so ein bisschen das Positionsspiel. Oder ist es vielleicht doch der Körper, aber am Anfang bin ich auch damit klargekommen. Jetzt habe ich einfach ein viel besser, eigentlich ein viel besseres Team hinter ihm stehen. Also natürlich, der wird jetzt wahrscheinlich. Also er muss schon ein totaler Reinfall sein, damit ich ihn jetzt in der Weekend League austausche. Ich hoffe eigentlich weiterhin, dass das sehr gut ist, weil die Inform schon sehr gut war und das ja ein massives Upgrade ist. Aber wir werden sehen. Wie gesagt, die nächste Aufnahme wird dann wahrscheinlich schon die nächste. Was heißt wahrscheinlich? Die nächste Aufnahme wird die nächste Weekend League sein. Komm, wir gucken nochmal schnell, ob wir durch Zufall gerade Shadow auf dem Markt haben. Ansonsten hoffe ich und gucke ich, dass ich Shadow bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal also bis morgen im Endeffekt, bis ich morgen spiele, möchte ich Shadow eigentlich schon sehr gerne nochmal haben, weil das natürlich schon ein massiver Boost für Piszczek ist. Er kam mir jetzt schon gut vor, aber doch an der einen oder anderen Situation etwas zu langsam und das können wir natürlich mit Shadow massiv beheben. Also zur Not kann ich halt auch Anker nehmen. Das wär dann halt die Ausweichmöglichkeit, sollte ich keinen Shadow rechtzeitig finden. Aber ich hoffe es halt echt, dass ich Shadow vorher noch auftreiben kann. Wir werden sehen. Ich freue mich mega auf die Weekend League. Mir fällt auch gerade ein, ich habe noch nicht genügend Fitnesskarten. Fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Mal gucken, wie viel die momentan kosten. Also bei Sofortkauf. Ich glaube, leider Gottes, dass ich keine für 700 aufgabeln werde, wie ich es beim letzten Mal gemacht habe. Nicht, dass die kosten jetzt echt so viel. Da habe ich es echt so verkackt. Scheiße, Mann. Die waren noch so preiswert. Die waren beim letzten Mal bei 700 und dann bei 900. Aber jetzt 1400. Wollen die mich verarschen oder was? 1200. Oh Gott. Es kann auch daran liegen, dass es mitten in der Nacht ist. Ich weiß es nicht. Also ich will eigentlich nicht mehr als 1000 ausgeben pro Fitness. Ich könnte halt auch morgen Nachmittag nochmal nachgucken. Das wäre wahrscheinlich schlauer. Mal gucken, ob ich welche finde für 1000. Achso, da fällt mir gerade ein. Ich muss mal noch den maximalen Sofortkaufpreis festlegen. Sonst bekomme ich ja jeden Schrott angezeigt. Hä? Ach, das ist nicht der maximale Sofortkaufpreis, sondern ja. Hallo, löschen einfach. Einfach löschen! So, das geht jetzt relativ schnell. Vielleicht finden wir da jetzt was Preiswertes. 900, ja, die nehmen wir mal mit. Oh, was haben wir hier? 1000, ah, ich weiß nicht, ob es preiswert ist, aber ich glaube, ich bekomme die definitiv nicht unter 900. Das heißt, ob ich die jetzt für 900 oder für 1000 hole, das macht keinen großen Unterschied. Und 1000 ist eigentlich auch so meine, oder war so meine Schmerzgrenze, deswegen nehme ich die jetzt mal für 1000 mit. Da haben wir ein paar und da brauche ich auch nicht mehr so viele. Da brauche ich auch nicht mehr so viele. Ich glaube, ich brauche, wir haben 25 Spiele. Also gehen wir mal von 26 Spielen aus. Das heißt, ich brauche 13 Fitnesskarten. Und ich glaube, ich habe jetzt so 8, würde ich sagen. Kandidatenliste. Habe ich da irgendwas bekommen? Ne, da hatte ich nämlich auch auf die geboten, auf die Team Fitness habe ich nicht bekommen. Schade. Fitness. 7x Gold und 2x Silber, glaube ich. Jetzt sind wir bei 9. Ja, sind wir bei 9, dann brauchen wir noch 4, also das geht. Das geht, das ist nicht mehr viel. Selbst wenn ich dir für 1000 kaufe, sind das nochmal 4000, das macht nichts. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö!